Ja, hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit dem SlideFox NT quasi einen Reichweitentest machen. Wir haben 18, 19 Grad und ich habe mir eine Strecke vorgenommen, die die 60 Kilometer knackt und dabei auch noch eine Steigung hat. Wir haben so 200 Höhenmeter aufwärts. Ich möchte zum Schloss Marienburg, dem Sitz der Welfen hier in Niedersachsen, Hannover, Hildesheimer Raum. Und habe mir aber für alle Fälle das Ladegerät eingepackt, für den Fall, dass ich irgendwie merke, ich habe noch 5% und noch 12 Kilometer oder sowas. Ja, ich will es einfach mal versuchen. Mut zur Lücke. Und da nehme ich euch heute mit. Der Piepser hier drin war jetzt tatsächlich beim Einschalten wieder leiser und quäkig, wie als wenn er so ein bisschen heiser ist. Und jetzt noch vier Piepsen, jetzt scheint es besser zu werden. So, wir nehmen natürlich auch den jetzt alles wieder gut. Sorry. Ja, ich habe auch nicht geblinkt, alles gut. Das war die zweite Vollbremsung heute. Aber ich habe gut gestanden, kein Problem. Ach, ist hier wieder offen. Das hatte ich vorhin so kurz im Kopf. Ah, wir sind wieder auf einer Veloroute. Weil hier eine Baustelle war und ich das letzte Mal, als ich hier in der Gegend war, nicht durchkam. Aber man darf hier durch und man muss nicht mal absteigen. Ja, schön. Gut zu wissen. Und hier mal wieder auch die grüne Markierung der Veloroute. Kann man hier wahrscheinlich blass erkennen. Und halt ab und zu auch mal dieses aufgemalte Zeichen dann in der Mitte. Das ist auch noch nicht überall konsequent gemacht worden. Thank you.
Hocken schön, manche sitzen ja einfach mit ihren Klappstühlen an der Straße. So, wir sollen hier interessanterweise gar nicht nach rechts. Wir sollen hier noch geradeaus. Und da drüben sollen wir links rüber oder was? Ja, jetzt sagt er hier nämlich 34 Meter und jetzt zeigt er scharf nach links. Nee, immer noch nicht scharf. Ich soll hier runter, okay. Ja, und hier ist auch die Veloroute weiterhin, okay. Fahrräder frei. Ja. Okay. Fahrräder dürfen hier rechts abbiegen, guck mal. Ein grüner Pfeil, ein rechtsabbieger Pfeil für Fahrräder, das habe ich auch noch nicht gesehen, cool. Und hier war wieder das Veloroute-Symbol. Jawohl. Oh, na toll. Und hier geht es einfach mal wieder runter. Das ist immer scheiße, sowas. Kann man gar nicht anders sagen. Okay, das ist ja wirklich mal eine interessante Streckenführung und ich bin froh, dass ich einen gefederten Scooter fahre. Und da kann er richtig gut wegstecken, wie ihr hört. Selbst das Bordo beschwert sich hier nicht ernsthaft. Oh, jetzt bin ich aber baff. Ich hoffe, ich muss hier nur nicht gleich die Spur wechseln. Aber ich soll in 92 Metern nach links. Nein. Also hier bin ich auch vorher definitiv nach Richtung gefahren. Es ist ein bisschen schlechter hier noch geworden, aber es macht nichts. Da mache ich mir jetzt
überhaupt keine Sorgen hier. Stehe jetzt natürlich auch leicht in den Knien und achte darauf, dass ich wirklich auf dem Board stehe und hier nicht mich am Lenker festhalte. Ne? Der muss hier locker zwischen den Händen hopsen können. Da dürfen keine Kräfte rein. Ja, und wenn es keinen Gegenverkehr gäbe, würde ich einfach die andere Spur nehmen. Die ist nämlich glatter. Aber man hört es ja, also das Bordo kommt hier ab und zu mal zum Klappern, aber nicht wirklich dolle. Am Kanal lang auf Schotter ist das was ganz anderes. Extrem geil. Super, ey. So, 24 Kilometer. Wir haben noch alle Akkubalken. Das ist ja leider nicht so schön gemacht, dass da irgendwie eine Tabelle hinterliegt, an der das Display vielleicht genauer sagen kann, wie viele Balken es jetzt noch haben müsste. Es ist zwar schon so, wenn ich noch 3 Akkubalken habe, nach einer Tour und ich gucke dann rein, dann habe ich vielleicht 48%. Das heißt, der dritte, der müsste im Grunde blinken. Aber wenn ich dann wieder fahre und habe nicht nachgeladen, dann sind natürlich diese 48% viel schneller weg und damit die letzten Akkubalken als vorher die 52% vom Ladezustand voll. Also die ersten 50% halten lange, die zweiten 50% nicht mehr so lange. Und deswegen ist es auch gut, dass ich jetzt noch alle 5 Balken habe. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sich das heute ausgeht. Ich will auf jeden Fall trotzdem nicht die gleiche Strecke zurückfahren. Die ist gut, aber ich will, weil hier die Gegend wirklich noch andere schöne Ecken bietet, definitiv anders zurückfahren. Ja. Auch wenn ich dann vielleicht doch irgendwo einen Ladestopp einlegen muss, weil ich nicht schieben möchte. Aber vielleicht wird das ja auch heute der Reichweitentest, trotz der Steigung, die ich damit eingebaut habe. Wäre zwar so von der Sache her auch eine schöne Tour, einfach unten am Fuß lang fahren, weil, wie gesagt, die ganze Gegend, da kann man schöne Ecken hier aufsuchen, aber nein, wir wollen natürlich auch ein Anlaufziel haben, also ich. Und deswegen wird das die Marienburg. Ich habe die anfangs schon mal rausgesucht, aber dann verworfen aufgrund der Strecke. Und bin mal gespannt. 25 Kilometer sagt das Display jetzt.
Den Weg kenne ich auch noch gar nicht, finde ich gut. Das ist ja schön. Da bin ich bestimmt noch nicht durch. Nächste Gabelung rechts halten. Oh, das war früher bestimmt die allerschlimmste Dorfstraße hier, Kopfsteinpflaster. Kilometer, 25 km/h, 28 km/h, 29. Ja, und das ist die Gabelung, an der ich mich rechts halten soll. Alles klar. Hallo. So, dann starten wir mal mit dem Anstieg. Wenn die Straße schön sauber ist und trocken ist, dann macht das mit dem Motorrad oder Fahrrad natürlich beim Runterfahren auch extrem viel Laune. Aber rauffahren macht mit dem Rad keinen Spaß. So, das ist dann jetzt hier der schlimmste Anstieg, der jetzt hier eingeplant ist. Wir fahren 22, wir haben 33 Kilometer erreicht. Ja, das ist was, das kann er soweit mit mir drauf. Kein Problem. Die hält er hier auch. Ich glaube, in der anderen Richtung ist es mal kurz ein bisschen steiler. Na, das hatte ich mir ja schlimmer vorgestellt. Hier wird es ein bisschen steiler. Ach, da sind wir aber auch schon da. Da ist ja schon der Parkplatz. Schon geschafft. Leider gibt es hier bauliche Probleme, also es muss renoviert werden. Es war geplant von manchen, das komplett zuzumachen. Andere haben gesagt, ey, das können wir doch
Teil restaurieren, den anderen Teil offen lassen, aber leider hat man es jetzt ganz dicht gemacht. Hier werde ich jetzt also keine Speisen bekommen. Und ich habe den Scooter jetzt noch nicht ausgemacht, weil ich gleich jetzt vor dem Ausschalten mal gucken will, was der Akkustand sagt in Prozent. Und da seht ihr sie. Die Marienburg bzw. das Schloss Marienburg. So, wir machen jetzt hier eine Pause rein. Das ist automatisch pausiert, jawohl. Hier machen wir Pause bei ReLife. Und hier sagen wir, danke, wir haben es geschafft. Ja, mit E-Bike. So, und hier heißt es, wir haben 29,4 Kilometer gemacht mit einem Durchschnitt von 20,4 km/h. Ja, hier steht 33 auf dem Display, hier steht 29,4. Ne? Das ist so die Diskrepanz, die man hier hat. So, fertig sage ich hier erstmal. Achso, und den Akkustand wollte ich noch nachgucken. Ganz vergessen. Mal sehen, ob die Uniscooter-App den jetzt überhaupt verbinden kann. Da ich ein Passwort jetzt vergeben habe. Ja, witzigerweise kann die sich verbinden und sagt 64%. Es ist so ein bisschen merkwürdig mit den Passwörtern hier. Aber beide sind sich da einig, weil die lesen ja den gleichen Controller aus. Wir haben 63-64%. Ja, und hier steht 33,9 Kilometer, also 34 gegenüber 29,4. Ja, gut. So ist das dann. So, dann mache ich hier noch ein paar Fotos und dann plane ich die Rückroute.